Hey Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Willkommen zu einer kleinen News-Sendung und zwar geht es sich um das gute Stück hier. Die Oculus Rift S wurde auf der GDC endlich angekündigt und ja, ich war mega gehypt. Ich weiß nicht, ob euch genauso ging, aber jetzt bin ich so ein bisschen wieder auf dem Boden der Tatsachen angekommen. Nicht super enttäuscht, aber ein bisschen ernüchternd das Ganze. Warum, wieso, weshalb, können wir jetzt mal gerne durchgehen. Ich habe uns zwei Newsseiten rausgesucht. Einmal Upload VR, ist natürlich eine englischsprachige Seite, aber dann auch die VR-Legion. Und ja, schauen wir uns mal die erste Seite an und schauen mal, was da so berichtet wird. So, hier sehen wir die Rift S nochmal und optisch macht die echt einen guten Eindruck, finde ich. Und Touch-Controller sehen auch identisch aus. Die werden sich auch nicht geändert haben, außer dass der untere Ring jetzt nach oben gewandert ist. Das ist aber dem Inside-Out-Tracking-System geschuldet, damit die besser getrackt werden können. Anders als bei der Quest, wo wir ja in der Ecke jeweils eine Kamera haben, also insgesamt vier Kameras, haben wir jetzt hier ein 5-Kamera-Tracking-System. Wir haben hier vorne zwei, wir haben hier in der Ecke eine, hier in der Ecke eine und wir haben oben drauf eine, da sehen wir aber nachher noch ein Bild zu. Warum das jetzt anders als bei der Quest ist, weiß ich nicht, aber vielleicht werden wir das noch erfahren. Gehen wir mal runter. So, kommen wir zum ersten Punkt. Und zwar ist das Display geändert worden. In der Rift S ist jetzt ein Single-LCD-Display verbaut und in der alten Rift waren zwei OLED-Displays verbaut mit einer Auflösung von 2960x1200. Das ist jetzt angehoben worden auf 2560x1440. Und das ist das gleiche Display, was auch in der Oculus Go verbaut ist. Ist leider ein LCD-Display. Müssen wir leider sagen, denn ich habe mich echt eigentlich auf ein OLED-Display gefreut, denn ich dachte wirklich, ein Rift-Nachfolger muss schon ein OLED-Display haben. Jetzt ist es leider ein LCD-Display geworden. Nachteil ist, wir haben keine tiefen Schwarzwerte, so wie beim OLED, denn ein LCD-Display wird immer von hinten angeleuchtet. Das heißt, wir haben immer, ja, kein richtiges Grau, aber auch kein richtig tiefes Schwarz, denn da können die Pixel nicht einfach abgeschaltet werden, sondern es ist immer eine Beleuchtung da, von daher nicht so wirklich, keine gute Neuigkeit meiner Meinung nach. Aber müssen wir jetzt mit leben erstmal, was jetzt nicht wirklich störend, also was ich nicht wirklich störend finde, es ist ein 80 Hertz Display und kein 90 Hertz Display mehr. Früher wurde ja gesagt, wir brauchen unbedingt 90 Hertz, aber ja, jetzt sind die halt auf 80 Hertz runtergegangen und ich glaube nicht, dass wir das irgendwie merken. Früher haben sie ja gesagt, sobald man runtergeht, würde man mehr Motion Sickness bekommen und so weiter. Glaube ich nicht, dass wir das merken. Die haben jetzt bessere Linsen und zwar sollen die God Rays, ja, ich muss mal ganz kurz lesen. Also sollen soweit ausgemerzt sein, also die God Rays sollen jetzt nicht mehr sichtbar sein. Das hat bei der Rift teilweise echt ziemlich gestört, wenn man dunkle Szenen hatte und da kam dann irgendwie was Kontrastreiches rein, das hat dann echt tierisch geblendet. Von daher ist das schon eine gute Nachricht. Aber sind das jetzt auch Quest-ne Linsen? Kann man jetzt nicht wirklich sehen, hier steht aber auch nichts dazu. Ja, das Tracking. Wir haben ein Inside-Out-Tracking-System. Und ja, lassen wir das Video so ein bisschen mal nebenbei laufen. Hier sehen wir zwar die Quest, aber trotzdem können wir mal so ein bisschen laufen lassen. Ich bin kein mega Fan vom Inside-Out-Tracking-System, aber für VR ist es unabdingbar, dass wir ein Inside-Out-Tracking-System bekommen. Denn Neukunden, die jetzt noch nie eine VR-Brille zu Hause hatten, die wollen einfach ein Plug-and-Play-System haben. Die wollen nicht erst Oculus-Kameras irgendwo hin an die Decke schrauben. Die wollen kein Lighthouse-System installieren, denn viele haben auch den PC im Wohnzimmer und wollen sich das Wohnzimmer nicht verschandeln. Von daher echt positiv, dass wir jetzt hier ein Inside-Out-Tracking-System bekommen. Und ich konnte das dank dem Nullpointer auch schon mal mit der Oculus testen und ich fand das Tracking echt gar nicht so schlecht. Ich hatte jetzt keine großen Abbrüche, auch wenn ich irgendwie ein Schwert gezogen habe oder so, konnte ich ziehen ohne Probleme und auch einen Bogen bedienen. Das ging, wo es Probleme gab, war ein Greenscreen, also wenn ich in meine Richtung vom Greenscreen geguckt habe, da ging das Tracking der Controller weg und die sprangen dann wirklich irgendwie einen Meter nach vorne, das war blöd. Wird wahrscheinlich bei der Rift S nicht sein, also da hoffe ich mal nicht drauf. Von daher, ja, wie gesagt,
Ich habe ein weinendes Auge und ein lachendes Auge, denn ich kann es verstehen, wir brauchen das, wir brauchen den Massenmarkt, wir wollen VR voranbringen. Von daher ist Inside-Out-Tracking extrem wichtig. Und ja, hier sehen wir auch nochmal die obere Kamera, also die hier oben verbaut ist, die dafür da ist, wenn ich irgendwie hier wirklich über dem Kopf irgendwas mache, dass das ohne Abbruch dann getrackt wird, echt gut. Wir schreiben die auch, die haben dieses neue Spiel Asgard's Wrath oder wie es auch mal ausgesprochen wird, getestet und die Controller oder dieses Tracking war echt flüssig und die hatten keinerlei Probleme. Und ja, hier sehen wir die Touch-Controller nochmal und vom Layout hat sich da nicht wirklich viel verändert. Und da werden alle Oculus-Benutzer direkt mit klarkommen, ist natürlich auch ein großer Pluspunkt. Kommen wir mal, gehen wir mal weiter. Genau, der Headstrap, der erinnert wirklich an das PSVR Halo Strap und ist auch, soll auch sehr gemütlich sein, also soll ein Tick besser sein als das von der Quest. Die Quest soll wirklich nach einer Zeit ein bisschen drücken, das soll die Rift S jetzt nicht haben. Und ja, haben wir auch schon mal einen dicken Pluspunkt für die Rift S. So, jetzt kommen wir aber zu den Minuspunkten. Also meiner Meinung nach ein großer Minuspunkt, würde ich auch gerne eure Meinung hören, wie ihr das findet. Wir haben bei der Rift wirklich einen kleinen Schieberegler. Ich versuche das mal für die Kamera einzufangen. Hier haben wir einen Schieberegler, womit wir unser IPD, also den Pupillenabstand, einstellen können. Hardwaremäßig, da verändern sich wirklich dann die... Guck mal, wie es wirklich... Ne? Wie ihr seht, auch wenn die Kamera jetzt gerade versucht zu fokussieren, können hier die Linsen verstellen und somit unseren Pupillenabstand einstellen. Das haben wir bei der Rift S nicht mehr, genauso wie mit der Go, da gibt es das auch nicht, da wurde es auch schon bemängelt. Und warum es jetzt wieder nicht vorhanden ist, verstehe ich nicht. Also ein dicker Minuspunkt, bei der Go haben echt viele Leute echt extrem Probleme deshalb. Und ich bin echt gespannt, wie ich damit klarkomme, ob mein Pupillenabstand dafür ganz gut ist oder nicht. Muss man echt schauen. Ich habe einen Pupillenabstand von 62, 61,5 irgendwie sowas. Und da bin ich echt gespannt. Aber dicker Daumen nach unten finde ich nicht gut. Und da bin ich echt auf eure Meinung auch gespannt. So, nächster dicker Minuspunkt. Wir haben einfach nur Audio über das Kopfband. Es ist hier, sind irgendwie kleine Lautsprecher eingelassen. Leute, wenn ich VR zocke, möchte ich doch komplett abtauchen. Ich möchte nichts von meiner Umwelt mitkriegen. Ich möchte komplett irgendwie in die VR-Welt eintauchen, von der Umgebung und Umwelt nichts mehr mitbekommen. Und da verstehe ich nicht, wie man das hier machen kann, wie man sowas entwickeln kann. Also ist mir ein absolutes Rätsel. Ich hätte echt gerne wieder die Rift-Teile gehabt. Die sind echt gut, die liegen einfach nur auf. Man bekommt trotzdem überhaupt nichts mit. Und die hätten eigentlich da dran gemusst, meiner Meinung nach. Klar, ich habe jetzt die Möglichkeit hier über einen Klinkenstecker, ich denke mal, das ist der Klinkenstecker, kann ich mir Kopfhörer dran machen. Aber ich möchte einfach mein Headset anziehen und fertig sein. Ich möchte kurz die Kopfhörer ausrichten an die Ohren und gut ist. Und nicht erst fummelig irgendwie meinen Kopfhörer aufsetzen. Also, ne. Oculus, wieder Minuspunkt. Also, sie haben gute Sachen gemacht, aber auch schlechte bei dem Teil, wie wir sehen. Neues Guardian-System. Gut, kann natürlich nicht mehr das gleiche System sein wie vorher, sondern ich muss ja mit dem Headset wirklich den Raum abscannen. Das ist bei der Oculus auch so. Da läuft man einfach mit dem Headset alles ab. Ja, da sind wir auf der VR-Legions-Seite und wer die Seite noch nicht kennt, vr-legion.de. Schaut mal rein, ist eine echt coole VR-Seite. Und die schreiben auch das Rift S auf der GDC vorgestellt. 5 Kameras, Halo Headstrap im Frühjahr für $3,99. Ja, wann im Frühjahr ist noch nicht bekannt. Da bin ich echt gespannt, wann die jetzt rauskommt. $399 waren bei Oculus meistens dann 449 €. Also können wir uns schon ungefähr auf den Preis so einstellen. Halo Headstrap, ja, wie wir eben schon gesagt haben, soll echt gemütlich sein, auch bei längeren Sessions dann. So, was schreiben sie denn sonst noch?
Technische Daten geht Oculus zu diesem frühen Zeitpunkt noch nicht ein. Und hier sehen wir auch diesen Asgard's Wrath Trailer. Ich kann es nicht aussprechen. Wrath. Und den haben wir auch schon mal gesehen. Und das macht auch einen echt geilen Eindruck. Und da können wir uns auch echt freuen. Genau wie auf Stormland. Da können wir uns auch drauf freuen. So. Was schreiben die jetzt denn hier zur Audio? Audio wie bei Go und Quest ohne Kopfhörer. Over-Ear-Kopfhörer gibt es keine mehr. Dafür findet sich ein Kopfhöreranschluss für eigene Kopfhörer. Audiosystem der Oculus Go und Quest. Der Ton wird über das Headset direkt zum Ohr übertragen. Vorteil, ihr müsst keinen Kopfhörer aufsetzen. Nachteil, eure Umgebung bekommt von dem Ton unter Umständen mehr mit, als ihr wollt. Ja, und wir bekommen von der Umwelt wahrscheinlich mehr mit, als wir wollen. Da gehe ich mal ganz stark von aus. Und Upload VR konnte die Oculus Rift S bereits genauer anschauen, so dass es dort auch ein paar technische Details gibt, über die Oculus noch nicht spricht. So setzt die Brille statt auf 90 auf 80 Hertz, wie wir eben schon sagten. Auch ein Hardware-Regler für EPD gibt es nicht mehr. Anpassungen finden in der Software statt. Wenn es gut funktioniert, okay, aber dann müssen wir uns echt noch überraschen lassen. Besonders spannend ist aber das auch gegenüber der Quest optimierte Tracking-System. Statt auf nur 2 WMR oder 4 auf das Quest-Kameras setzt die Rift S auf 5 Kameras. 4 davon sind vorne am HMD angebracht, die 5. befindet sich oben mit Blick an die Decke. Die ungewöhnliche Position erklärt ein Facebook-Mitarbeiter für eine bessere Kompatibilität zu bestehender Rift-Software. Während die Oculus Quest die 4 Frontkameras in den Ecken der Frontabdeckung unterbringt, sind bei Rift S 2 Kameras im unteren Bereich der Front angebracht und 2 an den Seiten, nach links und rechts gerichtet. Bewegungen hinter dem Rücken dürften aber weiterhin problematisch werden, zumindest wenn die Deckencam sie nicht erkennt. Na gut, da müssen wir uns natürlich überraschen lassen. Klar, wenn ich jetzt ganz hinten bin, die ganze Zeit, kann die Kamera hier vorne die auch nicht mehr kriegen. Lass uns überraschen. Eigentlich wäre es ja gut, wenn im Headstrap hinten eine Kamera verbaut wäre. Aber warum das dann nicht gemacht ist, weiß ich auch nicht. Weil ich denke mal, Leiterbahnen zu legen in diesen Bändern sollte auch kein Problem sein. Sollte eigentlich möglich sein, von daher hätte man sowas mit Sicherheit auch machen können. Aber lass uns überraschen, ich denke mal schon, dass es gut funktioniert, das Tracking-System, und dass wir da jetzt wirklich, ja, nicht sagen, boah, das ist ein mega schlechter Unterschied zwischen Lighthouse oder den Standard-Oculus-Kameras, denke ich nicht. Wir werden da mit Sicherheit unseren Spaß mit haben. Ja, das war's erstmal. Hier gibt es noch einen Oculus Rift Vorstellungsvideo. Das können wir uns noch kurz anschauen. Oh, sind fressende Linsen, wie ich gerade gelesen habe, aber verbesserte. Okay, das ist das neue Agentenspiel. Ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen. Können wir uns aber auch drauf freuen, echt cool. Dort zeigen sie Beat Saber, was ja auch für die Quest rauskommt. Touch Controller. Ja, das Design, da brauchen wir gar nicht drüber sprechen, ist perfekt bei den Touch Controllern. Ich habe mal kurz den Gegner in der Mitte geteilt. Und da haben sie ganz kurz Lone Echo 2 gezeigt. Da freue ich mich am meisten drauf. Ja. Das war das Video zur Rift S. Und
Ja, ich werde mir die auf jeden Fall kaufen. Also da führt kein Weg dran vorbei. Ich möchte das Teil testen, einmal für mich, aber auch für euch. Da wird es dann natürlich auch ein kleines Testvideo zu geben. Und da bin ich mal gespannt, wie mir das Ganze gefällt. Ja, jetzt hätte ich aber gerne eure Meinung dazu. Was haltet ihr von der Rift S? Kauft ihr euch die? Kauft ihr euch die nicht? Was haltet ihr, ja, zum Inside-Out-Tracking-System? Zu den fehlenden Kopfhörern, die wirklich da jetzt fehlen, wo sie nur wirklich in diesem Band da eingelassen sind. Ja, zum fehlenden IPD-Regler, der jetzt nicht verbaut wurde. Da bin ich echt gespannt, was ihr davon haltet und ja, schreibt mir da einfach unter die Kommentare. Ich hoffe, euch hat das Video hier gefallen. Wenn ja, würde ich mich natürlich über ein Like freuen und wenn euch das Video gefallen hat, natürlich auch über ein Abo. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.